Jetzt. Christian Lausch von der FPÖ ist der nächste Redner. Danke, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin. Geschätzte öffentlich Bedienstete, man muss sich fast bei euch entschuldigen. Was hier eigentlich abgeht, ist eigentlich einer Berufsgruppe unwürdig. Die Tag ein, Tag aus ihr Leben riskiert für diese Republik. Kollege Gerstl, wie haben Sie eigentlich bemerkt, dass dieser eingebrachte Entschließungsantrag Ihrer Rede komplett widersprochen hat? Ist Ihnen das eigentlich aufgefallen? Ist Ihnen das aufgefallen? Sie geben hier ab vom Rednerpult eine Rechtssicherheit, dass es zu keinen Einbruch, das können Sie ja gar nicht. Und sagen Sie nicht immer, Sie glauben da Frau Staatssekretärin, dass sie verhandelt, so oft sie das auch sagt und sie das tut. Sie glauben ja nicht, weil das sagt Ihr Entschließungsantrag. Da wird sie explizit noch einmal aufgefordert, mit der Gewerkschaft zu verhandeln. Und das ist doch eine Vorgangsweise, bitte. Das kann ja nicht Ihr Ernst sein. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist ja einer Bundesregierung, aber auch diesen zwei Regierungsfraktionen ja unwürdig, was hier abgeht. Sie leiten zu spät zu. Ja? Sie machen keine Gesetzesbegutachtung. Sie holen sich keine Experten. Ja? Und was los ist in dieser Republik, das sehen Sie ja. Bitte, in 48 Stunden, 1200 E-Mails sprechen doch eine klare Sprache. Und Frau Staatssekretärin, eines schon klar, ich weiß schon, das Gerichtsurteil war am 11. November. Und sagen Sie nicht immer, Sie haben das Gesetz prüfen müssen. Sagen Sie doch, was wirklich der Grund war, warum Sie 9 Tage vor Weihnachten mit dem Sozialpartner erst angefangen haben zu verhandeln. Weil Ende November waren die Bundespersonalvertretungswahlen und die würden anders ausschauen. Wenn Sie hier die Bediensteten so verkauft haben, wie Sie es hier tun. Die würden anders ausschauen. Und ich würde mich hier wirklich von diesen zwei Sektoren von Rot und Schwarz wirklich genieren. Wirklich genieren. Sie haben sich hier einen eigentlich keinen Wahlerfolg, aber den haben Sie sich noch erschlichen, indem Sie hier, heute und hier einfach in der Lebensdurchrechnung und nicht immer der Gehaltszettel, Kollege Gerstl, das wissen wir doch alle, aber in der Lebensdurchrechnung ein klares Minus für alle öffentlich Bediensteten zusammenbringen. Und Sie können gar nicht sagen, was es kostet, weil Sie wissen es nicht. Sie wissen es heute nicht. Und Sie haben, und Frau Staatssekretärin, Sie haben immer noch keine Einigung mit Sozialpartner. Auch das ist einmal klar. Sie wissen nicht mehr wie am Freitag, wie am Montag im Verfassungsausschuss. Und heute wollen Sie das einfach durchdrücken. Am Rücken aller öffentlich Bediensteten. Und einfach, Sie können jetzt schreien, was Sie wollen. Sie werden sehen, die öffentlich Bediensteten lassen sich nicht für dumm verkaufen. Und Sie werden es sehen. Sie werden die Rechnung präsentiert bekommen. Kritisiert Christian Lausch von der FPÖ die Neuregelung der Beamtengehälter durchaus emotional.